Moin ihr Lieben und herzlich willkommen bei einem weiteren Reisetag hier in meiner Filmrolle in Scum. Und ich muss erstmal pinkeln, bevor ich euch erkläre, warum wir gar nicht an der Base sind. Ja. Genau, hier, der Pipi-Strahl wurde im Hotfix repariert. Nochmal darauf hingewiesen. Habe ich wohl gelesen. Wir müssen das Licht aufstellen. Gott sei Dank habe ich das jetzt noch gesehen, ey. Ja, hier war gerade noch Nacht. Deswegen sind die Lichter an. So. Ja, ich habe es aufgrund des Livestreams heute, gestern, nicht geschafft, die Folge hier fertig zu drehen. Also nicht mehr zeitlich geschafft, die Kisten einzuräumen und so. Und deswegen habe ich mir gedacht, wir machen hier mal eine feine, ordentliche Städtetour. Und zwar geht's hier und dann hier hin, ne? Ja, das hier ist Rude und das andere weiß ich gerade nicht mehr. So, genau. Ich glaube, hier waren wir schon. Ein Auto wird es hier auch nicht zu finden geben. Wir haben gerade unterwegs, kurz hier vor der Stadt, einen weiteren Trecker gesehen. Also ich habe den gesehen. Und das heißt, es wird hier jetzt so nah dabei, wo kein anderes Fahrzeug spawnen. Was sehr schade ist, übrigens. So. Ja, ich weiß, ich soll mir ja angewöhnen, das Fahrzeug mitzunehmen. Deswegen hole ich das nochmal eben ab. Ich muss eh noch ein Spritzen essen, naja. Gleich. So. So. Oh, obwohl. Es ist ja gelogen, was ich erzählt habe, wa? So, nehmen wir gleich mal mit. Es ist aber mehr als gelogen hier. Ja, aber so ein Ding haben wir ja schon, ne? Das brauchen wir jetzt nicht nochmal mitnehmen. Aber da ist auch kein Loot drin, oder? Ich schätze nicht, dass die auch noch mit Loot hier rumstehen. Ja, aber dann finden wir wohl keinen Pickup hier. Definitiv nicht. In dieser Stadt. Und in der nächsten wahrscheinlich auch nicht. Ich will ja immer mal ein bisschen Schrott mitnehmen. Muss ich mir jetzt echt mal angewöhnen. Hat das Geld eingesteckt? Ja, oder? Ja. So. Boah, hier sind einiges an Garagen, ne? Ist gar nicht so schlecht. Da vorne ist eine Werkstatt. Ja. Gut, so ein Quad habe ich ja jetzt schon. Das brauche ich deshalb nicht sammeln. So können wir gleich nochmal ein bisschen bauen. Auch nicht schlecht. Oh, hier nehmen wir noch alles mit. Also hier sehe ich erstmal keine Lurche. Ja. Gut. Dann erstmal hier an die Werkstatt. So. Nimm mal mit. Die Mütze. Der Stift lag eh schon draußen, ne? Ja, hier gab es eigentlich nie irgendwas, oder? Bisher nicht wirklich. Ah, hier sind so Kisten. Und Metallschrott. Ja, den brauchen wir jetzt wirklich nicht.
So, ich gucke mich jetzt noch mal eben hier um. Ich meine, das ist jetzt nicht die große Stadt hier, ne? Aber wir können ja jederzeit weiterfahren zur nächsten City. Aber wie gesagt, ne, ja, jetzt da mit euch zusammen alle Kisten da rumschleppen, rumpacken. Das wird noch eine Heidenarbeit, wenn ich dann bisschen was an System reinbringen will. Ach, essen wollte ich noch was, ne? Ja. So. Ja, ein mit, ein weg. Naja, sonst haben wir wieder was zu bauen und haben kein Dings, ne? Ja, auch nur Schrott. Jetzt habe ich aber auch genug Schrott. Ja. Genug vom Schrott. Da hinten hatte ich noch eine Garage irgendwo gesehen. Die will ich auf jeden Fall auch noch eben machen. Und dann holen wir uns Trecker und fahren weiter zur nächsten Stadt. Das liegt ja alles auf dem Weg hier. Wo war die denn? Wo war die denn? Da vorne müssen. Nee. Wo will ich die denn bitte gesehen haben? Da hinten irgendwo noch? Nee. Hä? Hier vielleicht rein? Nee. Da waren wir. Ja, tot, dann fahren wir eben schnell in die nächste Stadt. Krisch oder so ähnlich heißt die jetzt. Sonst nur noch einsteigen. Junge, 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 Junge. Hier. Weil hier sind ja nicht mal Zombies, ey. Hier sind ja nicht mal Zombies. Ach, schade, dass da der Quad drin steht. Also für ein Pickup wäre ich jetzt wieder zurückgefahren und hätte Batterien geholt, ne? Ja, aber für ein Quad, ne. Da war jetzt mal ein Zombie, ne? Verrückt. Wir sind immer noch am Rang Wicht. Haben aber immerhin 233 Ruhmpunkte. Was auch nicht so schlecht ist. Hier verlassen wir die Stadt. Ne. Warte mal, sind wir denn richtig hier? Graduit, graduit. Das hier. Nice. Ich glaube, ich muss hier lang, ne? Ja, das sieht gut aus. Genau, das ist nämlich auch so eine Hafenstadt. So eine Stadt für Hafensänger, ne? Ne, das will ich mir, wollte ich mir hier angucken. Hier waren wir nämlich definitiv noch nicht. Hier unten. Und das ist ja schon mal ein schöner Anblick, wenn du hier so runterkommst, ne? Ja, und ich finde, das können wir uns ruhig mal gemeinsam anschauen hier. So. Ja. Oh, jetzt aber schnell. Ich habe das Gefühl, hier ist noch einer irgendwo. Hörte sich kurz so an, ne? Tatsächlich. Ach, guck, ein bisschen Geld hat er dabei. War jetzt nicht der reichste der Typ, aber okay. Er hat ein bisschen Kohle mit, ne? Was ist er denn hier? Da können wir ja gleich mal reingucken. Ja, Nägel. Dann gucken wir jetzt 85. Zack. 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 Warte. Da war auch noch was, ne? Gut, jetzt kann ich ja mal eben hier ein bisschen handwerkern und zweimal den Scheiß herstellen. Vielleicht auch nur einmal. Man weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie viel Kleber ich noch habe, ne? Aber wenn ich zweimal herstellen kann, ist super. Da ist eine Garage, da ist eine Garage. Och, ich glaube, ich kann es zweimal herstellen. Ja, sehr schön. Sind wieder Skillpunkte, ne?
Und ich bin die Ohrengummis wieder los. So, jetzt sollten hier zwei Stück rumliegen. Nicht, dass ich für uns Scheiß im Inventar habe. So. Das, ja. Ach, guck mal. Ein Schraubenzieher. Ja. So. Das war die. Entschuldigt, aber ich bin sehr müde. Da hinten müsste doch Polizeistation sein, ne? Bestimmt. Ich will mich hier aber erstmal ein bisschen umgucken. Ach ja. Nehmen wir alles mit. Können wir nachher nochmal was bauen vielleicht. Ja, 7 Kleber habe ich noch. Ja, ich habe auch mehr Kleber. Kein Thema. Kleber ist doch hier keine Mangelware, hör mal. Nochmal Nagel, der kann auch hier mit drauf. So. Lass mal schauen hier. Also, bisher nur ein Zombie. Da ist schon wieder ein Quad oder was? Jetzt ernsthaft, wollen die mich veräppeln hier? 3 Quads, 2 Trecker. Aber ja, hier ist tatsächlich schon wieder ein Quad. Hä? Das ist ja Blödsinn hier, ne? So, der hat aber wahrscheinlich nichts drin, ne? Ja, das hätte mich auch gewundert. Ach, das ist ja blöd. Ich hätte doch viel lieber mal so ein Pickup wieder gesehen, ne? Ja, dieses Gefahren mit dem Trecker macht zwar Laune, geht mir aber tierisch auf die Nüsse. Yeah! Das Schöne ist ja, wir zocken nicht so viele Zombies mit unseren Schüssen an, weil ist ja schallgedämmt, ne? Ach, guck mal, ja, die kannst du aber behalten, 11%. Die ist ja schon am Gären, da bin ich nachher voll wie eine Haubitze. Wahrscheinlich unvergiftet. Und beides. Und ja, die Städtetour war jetzt auch nicht so spannend hier. Die sahen auf der Map ein bisschen größer aus, ne? Wenn man sich das hier so anguckt. Ja. Da kommen wir weg. Ja. Da würde ich doch sagen, wir fahren mal hier so rum. Ah, das ist alles Mist, ey. Das ist alles Mist. Ich glaube, hier sind immer diese Bunker, ne? Da einer, da einer. Immer hier diese kleinen Ausläufer. Ja gut, aber nicht alle wahrscheinlich. Ja, wo fahren wir denn dann hin? Ich habe auch nicht mehr so viel Zeit heute. Ach, ist doch blöd. Naja. Egal. Und wir gehen mal hier so ein bisschen durch die Häusergänge. Ich hätte ja gedacht, dass hier wenigstens irgendwo ein Polizeirevier gibt oder was, ne? Irgendwas Spannendes. Mit Spielspaß und Überraschungen. Ja, obwohl. Hier ist ja noch ein bisschen was zu gucken. Jo. Hast du was zu essen mit? Ja. Nur das hier, ne? Den Knofilauch. Das ist schlecht, ey. Ganz schlecht hier. Ja.
Aber wir werden es überleben. Hier sind jetzt nicht so die spannenden Gebäude bei, ne? Ernsthaft? Ach so, können wir noch hier mal ein paar Datteln oder Feigen. Ist doch dasselbe, ne? Datteln, Feigen. Dann nehmen wir es so. Dann hat er wenigstens ein bisschen was im Bauch, ne? Jo. Ja, nicht so schnell. Was ist das denn hier? Das ist ein Markt. Okay. Ja. Naja. Doch kein Polizeirevier hier, ne? Hätte ich echt vermutet, aber vielleicht gibt es hier im Supermarkt noch irgendwas Essbares. Ja, was ist das? Kiefernzapfen, was kann man denn damit machen? Hm. Keine Ahnung. Dann haben wir hier rumliegen. Das ist das Rindergulasch-Konserve. Dafür werde ich aber wohl einen Dosenöffner brauchen wollen. Und hier so ein Schnaps, den können wir uns auch noch mitpacken. Ja, aber Essbares ist hier sonst so nicht, ne? Die Kasse ist auch schon leer geräumt. Hier ist noch so ein Ding. So eine Leuchtpistole, damit kann man bestimmt die Leuchtfackeln wegschießen, ne? Dafür würde ich mir die echt gerne mal aufbewahren. Achso, hier geht's raus. Und auch hier, ne? Kein Zombie. Einer. Was ist denn los hier? Echt? Irgendwie weiß ich nicht. Hat hier durch die letzten zwei Updates irgendwie runtergeschraubt mit den Zombies oder was? Ich verstehe das gar nicht. Den hatte ich ja letztes Mal da an der einen Stelle an dieser Crossbar, da hätte ich ja auch schon viele Zombies, aber da gab es das Update noch nicht, ne? Nee. Das kann dann ja auch irgendwie nicht sein, ne? So, was sagt er denn hier jetzt? Durstrichter. Aber essenstechnisch sind wir hochgegangen. Ja gut, Durst habe ich dabei. Habe ich was dagegen dabei? Ja, hier, Geld. So, da ist noch ein Fränkchen. Ein Verbändskin. Ah. So, ja. Gucken wir mal oben rum, ne? Aufpasse. Hier liegt halt auch gern mal einer rum. Heute aber nicht. Nix hier mit den Jungs. Langweilig. Was ist denn da los? Streiken die oder was? Hat gar nicht die Kassen, ey. So, noch mehr Verband. Ja, aber das reicht auch wieder an Verbänden, ne? Ja, ja. Hier schon. Guck mal hier, drei Kassen hier oben. Gut, und eine mit Dings. Mit Knatze. Aber, dass man hier keine Medikamente nicht findet, ne, finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Weil, wozu hat man denn sonst eine Pharmazie? Hier oben hatte ich schon geguckt. Komm, dann, ja, die Räumlichkeiten sind auch immer blöd. Die kann ich nur öffnen, wenn ich einen Dosenöffner habe, wahrscheinlich. Ne? Aber wieso ist denn hier nichts an guten Sachen? Ah, hier ist nochmal so eine Werkstatt, ne? Ist ja auch manchmal Gutes drin. Siehste, ein Küchenmesser.
Spaß und eine Packung Angelhaken. Ne? Wie schon gesagt, hier ist ja manchmal was ganz Gutes drin. Ach guck. Noch so eine Zange zum Verkaufen. Naja. Hier ist irgendwie so eine Hotellobby oder was. Hier kannst du eigentlich nur gut reingehen, um hier Klamottenzeugs zu looten, ne? Ja. Und vielleicht hier sowas. Ne. Den hatten wir. So, dann nochmal einmal nach Ove. Hier habe ich gar nicht reingeguckt. Oh! Jo! Das hat sich ja jetzt doch noch gelohnt, du. So. Ach, die kann nicht so viel, ne? Ja, komm. Nimm erstmal so. Die baller ich gleich direkt in den Trecker rein, ne? So. Ach, schön fetzen Papier. Rad und so, immer gebräuchlich, immer brauchbar. Ja, ah je. Ja, morgen räume ich dann auf, dann mache ich auch eine Kiste fertig für die Händler und dann machen wir da auch mal wieder eine schöne Einkaufstour. Ach, guck mal an hier. Na, guck mal an hier, du. So, so. So, zack. Jo, dann nehmen wir den, ne? Du? Warum nicht? Hier können wir noch ein bisschen Loot reintun. Keine Waschmaschine hier? Doch, da, hinter der Tür. Wollte ich doch sagen, hier gibt es doch bestimmt... Ach, hier wollte ich auch noch rein, oder? Ja. Auf jeden Fall. Ja, guck mal, auch hier. Keine Zombies im Gebäude. Nix. Was ist denn hier los, ey? Hier ist ja gar nichts los. Heute. Aber auch die letzten Runden irgendwie immer weniger, ne? Ja, kann doch nicht sein, dass hier nirgendwo mehr Zombies sind. Mal vorhin die Ankunft hier einer. Ja. Oh, den können wir eigentlich noch mitnehmen, ne? In C4. Ja. Was haben wir hier? Onkel Pang Rice. Das siehst du, so ein Kochtopf, den habe ich auch noch nicht wiedergefunden, ne? Nee. Da hätte ich mal Lust drauf gehabt. So. Dann mal wieder runter hier und direkt zurück zum Träger. Weil können wir mal gucken, wo der Loot Drop runtergekommen ist. Muss ich nur mal kurz überlegen, wo unser Träger steht. Ah, warte, hier ist noch so eine Werkstatt. Na, da gucken wir doch rein, ne? Guck mal, Angelschnur. Schon mal sinnvoll hier. Hä? Ja. Finde ich eine gute Sache. So. Nee, da gehen wir jetzt nicht auch noch rein. So, warte mal, das muss doch hier dann auch gleich schon wieder sein, ne? Ja, hier sind wir doch schon wieder. Da gibt's doch nicht, dass hier nichts ist, ne? Hier war das. Und wo habe ich einen Trecker stehen? Da. So, guck mal, dann kann ich den gleich reparieren, ne? Ja. So, schmeiß mal einen Rucksack hier weg. So, nimm das in die Hand.
Und dann hier reparieren. Und dann trinken wir erstmal einen Schluck und gucken mal kurz, wo der Loot Drop runterkommt. So. Wo denn? Ach, du ahnst es nicht. Ja, das können wir aber schaffen, oder? Dann trink eben was. Hier alles trinken, fertig. Dann kann die Flasche weg, habe ich auch wieder Platz. Ist doch gut. So, dann heißt hier einfach zurück, oder? Ja, komm, dann gucken wir da noch mal. Wir haben ja noch unseren Knackrucksack. Genau. Den haben wir ja mitgenommen. Den haben wir ja immer dabei. Und dann machen wir das noch schnell. Warte mal, das ist aber jetzt hier vom Weg her richtig, ne? Immer so quasi geradeaus. Ja. Und da oben an der Straße müsste ich den ja eigentlich schon sehen, ne? Aber wie gesagt, hier muss gegenüber dann noch so ein. Ach, guck mal, da qualmt's doch schon. Ja. Gucke. Da ist er doch schon. Ja, wie lange ist der jetzt da? 2 Minuten? Vielleicht. Guck mal, da hinten ist er doch schon. Guck, und jetzt geht's da noch bergab hier. Vom Allerfeinsten, du. Jo. Da braken wir so durch. Braken wir da. In der Hoffnung, keine Steine dahinter zu haben. Ey, guck mal, da ist der schon schön repariert, der Junge, ne? Jo, voll geil. Voll genial. So. Und raus hier. So, guck mal nach. Wie viel Zeit bleibt uns? Ach, siehst du, nicht mal 2 Minuten. So, dann gucken wir mal. Es müsste der Kollege sein. Jawohl, der darf mit. Jep. Ja. Hier. So, Schraubenzieherchen bräuchten wir. Nimm mal hier 2 Stück noch an der Hand. Wir haben ja genug hier. So, Dietriche. Und dann nochmal welche auspacken hier. Quatsch, hier. Ja, war schon gar nicht so verkehrt. Zack, 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 zack. So. Jo. So, das haben wir. Dann lass uns doch mal loslegen. Ja, so nicht. So. Kommt schon. Ja. Na. Das haben wir. Oh, vom Feinsten. Na, guck mal einer an. Ach, gibt's doch nicht. Und dann so einfach, ne? Ach ja, diesen bescheuerten Helm, den wollte ich auch noch loswerden, ne? Ja. Ach so. Nee, das wollte ich jetzt aber nicht, du. Der passt nämlich gar nicht. So ist besser, aber das ist ja wieder Drecksloot hier, ne? Ach so, jetzt habe ich diese komischen Handschuhe an. Zieh die wieder auf. Oh, komischer Loot und so. Naja, geht's so mit dem komischen Loot, ne?
Ist kein Platz mehr. Zu wenig Gewicht, ne? Verdammt. Ja, guck mal. Dann haben wir wieder eine vernünftige Geschichte hier. So. Ja, hier. Hier, hier. So. Ja, wir müssen ja den Loot irgendwie mitnehmen, ne? Ach ja, übt sich mit Handschuhen, ne? Muss der schon wieder pinkeln oder was? Jetzt muss ich mir mal eben schnell einen anderen Rucksack holen, das geht so nicht mehr. Hier ist der leer. Nee. Der ist nicht leer, der ist auch nicht leer. Ich muss so unbedingt aufräumen, ne? Das nützt alle nichts, ey. So, was ist mit dir? So, so. Da musst du gleich dran denken, dass ich beide Rucksäcke mitnehme, ne? Aber lass den mal kurz auch fallen, ne? Ja. So, Quatsch. Hier, den ganzen Schrott hier rein, nämlich noch. So, dann ist er auch gleich schon wieder voll. Nee, jetzt komm doch. Manu. Jetzt muss ich doch wieder hier zwei rausnehmen. Zack, zack. Was? Habe ich keine Schraubenzieher mehr? Doch, hier. Da sind die. Ach so, ich muss natürlich erst die Tücher machen, ist richtig. Ja. Nee. Jetzt bin ich hektisch hier, ne? Warum eigentlich? Gibt doch keinen Grund, ey. Siehste. Oh, diese Minen, die kriege ich jetzt auch ständig, ne? Das ist eigentlich nicht so den Loot, den ich mir erwünsche. Aha. Man muss es vielleicht einfach auch nur bis zum Ende durchhalten. Oh, Schlösser. Ja. So. Nehmen wir mal kurz in die Hände. In die Hände, Wochenende. Oh, Wölfe. So. Dann wollen wir hier jetzt noch mal eben gucken. Hab ja nichts drin gelassen hier, ne? Ne, oder? Ne. Ne, hier war ja direkt richtig guter Loot drinne. In die Hände nehmen. Nee. Ich wollte doch gucken, ob ich den jetzt noch irgendwo sehe, Mensch. Erstmal ein bisschen weg. Hier irgendwo, ne? Ach, da hauen sie ab. Aha. Ah.
Der hört sich ja eher so an. Hey, nicht wegrennen! Ist denn noch irgendwo einer? Aha. Mann. Ich glaube, der ist verblutet. Da gucken wir doch noch mal. Jetzt überziehe ich ja doch wieder. Eieieiei. Ja, jetzt nehme ich aber die beiden Wölfe noch eben mit, ne? Kann ich ja jetzt nicht da liegen lassen, die guten Viecher. Ehrlich. Sind die jetzt beide weggespawnt oder was ist kaputt? Willst du mich jetzt verarschen? Hallo? Spiel? Willst du mich echt verkackeiern? Ich verballer hier meine Munition und du lässt die Dinger, die spawnen? Was ist denn für ein Scheiß? Wie schnell soll ich denn reagieren? Hier ist noch einer, ne? Kann ich den hier so irgendwie? Nee, ne? Nee, den kannst du nur häuten. Das ist einer. So. Gut, das gute Fleisch, dann packe ich gleich mal ein. Ne? Kann ich den so mitschleppen? Den kann ich doch so in den Trecker packen, ne? So, einmal. Und wo ist jetzt der zweite? Verflixt uns zugenäht. Der ist wahrscheinlich tatsächlich schon despawned, ne? Denn nicht? Der muss die Spawn sein. Ja komm, bevor uns das andere Viech jetzt auch noch wegspawnt, will ich den jetzt wenigstens im Wagen packen, ne? Ja. Und dann gucke ich noch mal eben rum. So, Trecker, zack, zack, zack. So, jetzt muss ich nochmal eben gucken hier. Das kann doch nicht sein, dass der so schnell wegspawnt. Echt, das ist ja mal eine miese Nummer, ne? Ah. Ich wollte sagen, das kann doch nicht. Jetzt vor meiner... Hä? Ich wollte gerade sagen, ey. So, dann skinnen wir den auch nochmal. Und dann würde ich sagen, das mache ich jetzt alleine. Ich hoffe, die Runde hat euch heute gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen nach oben da. Wenn euch interessiert, wie die Reise auf meinem Kanal weitergeht, abonniert ihn euch. Lasst mir gerne auch eure Kommentare da. Würde ich mich sehr drüber freuen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Abend. Bis dahin. Ciao.